This is a journey into the past and the future. A journey of success, disappointments and highlights. A journey of unexpected situations, magical moments, and the transformation from a normal DJ to a well-known musician. You will see the crew and the motivation behind the story about the pineapple in the person, entertainer, DJ, brain, and producer himself, Chris Armada. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Michael Hofreiter. Ich bin der Booking Manager von Chris Armada. Das heißt, ich schaue, dass bei Chris Bookings alles hinten und vorne zusammenpasst. Ich schaue, dass die Termine gut koordiniert sind, dass die Riders passen, dass das Setup am Event selbst passt. Ich schaue mir an, dass Chris überall pünktlich hinkommt und dass das hinten und vorne dann auch eine coole Show rauskommt bei Chris. Ich kann mich schon an einige coole Shows zurückerinnern. Und hoffe, dass auch in Zukunft noch einige dazukommen werden. Chris, du geiler Willi, ich bin am Jahresende und auch vor allem zu Weihnachten bei dir bedanken für die vielen lustigen, geilen Momente, die wir gemeinsam heuer wieder auf Austria Ritschau und Sibyl Deinem erlebt haben. Auch wenn es manchmal ein bisschen Kopfweh mit dir ist, ist es immer wieder zum Lachen und ich bin wahnsinnig froh, dass du uns so unterstützt und immer mit voller Leidenschaft und mit vollem Ehrgeiz dabei bist. In dem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und noch heuer mal dir mal ein Bier auf die Ringe. Ciao! Hallo! Frank von Denen DJ hier, da ich ihn ja so vor ca. 2 Jahren kennengelernt habe und natürlich wusste, dass er ein guter DJ ist, aber auch mittlerweile auch als, kann man schon fast sagen, als guten Freund kennengelernt habe. Das ist einfach ein dufter Typ und wir haben schon einige lustige Kooperationen gemacht zusammen. Da fällt mir jetzt spontan diverse Videos ein, waren auch in ein paar netten Clubs, Stichwort Renate in Berlin. Wir haben sogar schon einen Workshop zusammen gemacht, also neulich in Innsbruck, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und das wird auch nicht der letzte gewesen sein, hoffe ich. Ja, ich bin froh, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Er ist ja auch begeisterter Denon-Fan und ist ja wirklich ein Vorzeige-Ambassador, der da die Fahne für unser Equipment hochhält und das finde ich natürlich gut. Aber wie gesagt, vor allem auch menschlich ein super Typ. Also bleib so wie du bist. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Also wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao. Hi, ich bin's, Max von Quer. Wir dürfen Chris nicht nur bei der Webseite helfen. Unsere Geschichte zieht sich schon viel länger. Mittlerweile sind es 15 Jahre, wo wir in der ersten Wohnung waren. Da haben wir richtig begonnen, einiges zu bewegen. Die letzten 2 Jahre mit Chris, beziehungsweise das Projekt Chris Armada, kann sich wirklich sehen lassen. Und auf eines kannst du sicher zählen. Wir sind die nächsten Jahre wieder dabei. Wenn du was brauchst, melde dich jederzeit. Und sonst sehen wir uns wieder bei einem unserer gemeinsamen Ausflüge, die ja richtig Spaß machen. Liebe Grüße von der Durach, die kennen dich ja auch hier. Ja, ich bin Olli.
Mitbegründer der Lanta Studios und seit Ende 2017 fixer Bestandteil des Teams Chris Amada. Mein Aufgabenbereich liegt vor allem darin, die Marke bestmöglich zu visualisieren und aber auch den Audiobereich mit aufzubauen. Das heißt also, alle Musikvideos, die in den letzten Jahren entstanden sind und aber auch die Singles, die teilweise für Openings von großen Festivals verwendet wurden, sind in der Zeit entstanden von Ende 2017 bis dato. Und wenn ich mir die Zahlen so angucke, kann ich nur sagen, so kann es weitergehen. Let's go! Hi, ich bin der Timo. Ich bin Nice im Prima Maler seit 2019 jetzt und bin der Videograf für den Chris. Und ich war jetzt mitunter am Secret Island Festival, am Holy Festival und am Electric Love Festival, meinem persönlichen Highlight dabei. Und es war eigentlich richtig cool, um alles hinter die Kulissen zu sehen, was der Chris alles macht. Und ich hoffe, 2020 wird nun mal 10-mal besser. So Freunde, mein Name ist KC, so mein lieber Chris, das Jahr geht zum Ende. Die letzten 12 Monate waren wirklich sehr, sehr turbulent und natürlich auch sehr, sehr schön. Gemeinsam sind wir Welcome to the Rave Parade. Am besten, Leute, schaut einfach mal in den nächsten paar Sekunden auf die Videos, was wir das ganze Jahr so gemacht haben. Wie gesagt, Chris und ich, gemeinsam sind wir Welcome to the Rave Parade. Und ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr genauso geil weitergeht wie die letzten 12 Monate. In diesem Sinn, macht es gut und ein schönes neues Jahr und einen guten Rutsch. Bis dann. Hey Freunde, euer Chris Amada hier und ich würde sagen, zu guter Letzt starte ich mit einem Sprichwort, was da lautet: Alleine geht man zwar schnell, aber nur gemeinsam geht man weit. Und ich würde sagen, ihr kennt jetzt das Team, ihr wisst, wer hinter mir steht, wer mich unterstützt, wer mich supportet. Und ihr wisst, was ich auf der Bühne mache, was alles auf der Bühne passiert. Und jetzt würde ich sagen, jetzt zeige ich euch noch, was neben der Bühne passiert, hinter der Bühne und was noch heuer so unglaublich geil war im Jahr 2019, was dieses Jahr einfach so geprägt hat. Ich sage danke, dass ihr mich immer so verfolgt, dass ihr mich unterstützt. Und ich hoffe, auch im nächsten Jahr seid ihr mit dabei an meiner Seite, unterstützt mich, hört meine Musik, kommt zu meinen Shows und wir haben gemeinsam einfach eine richtig geile Zeit und ein geiles Jahr 2020. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr in alter Frische. Peace out, euer Chris Amada.